Kim Sonne, man könnte sagen, heute ist die Sonne aufgegangen. Das hörst du wahrscheinlich zum ersten Mal. Du bist ein ganz junger Spieler, du hast eine Riesenverantwortung vom Trainer bekommen, heute im Tor zu stehen. Ganz ehrlich, warst du vorher nervös? Ja, ich war wirklich nervös heute. Das war mein erstes Mal, ich war so nervös vor einem Spiel. So meine Freundin und meine Familie hat auch das wirklich gemerkt, dass ich bin wirklich entspannt und viel nervös für dieses Spiel. Dann begann das Spiel und Uwe Gensheimer in der Aktion stolperte über dich. Du hast gehalten. War das der noch mehr Motivationsschub, den du kriegen konntest? Ja, klar, weil er ist ein super Spieler. Er hat so viele Möglichkeiten und er mag sein Ding wirklich gut. So, das war wirklich toll. Wenig Tore in der ersten Halbzeit mal gesehen. Die Abwehren standen beide gut. Was war so knifflig heute an den Rhein-Neckar Löwen? Weil Rhein-Neckar Löwen ist eine super Mannschaft und stehen gut zusammen und kämpfen wirklich gut zusammen. Das ist natürlich eine schwierige Mannschaft zu spielen gegen. Aber wir machen auch unsere Dinge und als eine Mannschaft, wo wir alle stehen zusammen, dann musst du auch wirklich kämpfen und das machen wir auch. Hat dir die eigene starke Abwehr heute sehr geholfen? Ja, das war super, dass unsere Abwehr stets da heute. Für mich ist das sehr wichtig, dass du weißt, dass du hast eine Abwehr vorne. Weil das bringt mir auch ein bisschen mehr Ruhigkeit. Ich bin ein bisschen mehr ruhig im Tor und wenn meine Mannschaft kämpft, dann kämpfe ich auch. Eine unglaubliche Stimmung heute in der Halle. Schon vor der Halbzeit ist das Publikum aufgestanden. Hast du das so mitbekommen als Spieler? Ich merke das ja, aber ich muss auch konzentrieren auf meine Dinge, aber das ist eine super Stimmung in unserer Halle und da ist immer eine super Stimmung und du merkst, dass unsere Fans ist da und unsere Kollegen und alles, das bringt wirklich viel und auch Motivation, aber du merkst auch diese Energie von allen. Ich denke, alle haben dir die Daumen gedrückt heute, aber keiner hat erwartet, dass du so gut hältst. Wie traurig bist du jetzt, dass ihr diesen 3-4 Tore Vorsprung, den ihr hattet, nicht halten konntet? Das ist natürlich schade, aber wir haben gekämpft und das ist das Wichtigste und wichtig, dass wir stehen zusammen. Wir können Fehler gemacht, aber du musst immer weiterkämpfen und das machen wir auch. Weiter geht es ja jetzt gegen Magdeburg, auch kein einfacher Gegner. Was macht Magdeburg so schwer? Das ist auch eine gute Mannschaft und gute Torhüter von Dänemark auch. Aber das ist auch, die macht auch seine Dinge und seinen Druck und hat auch eine super Mannschaft, ein gutes Abwehr, ein gutes Angriff. So, wir müssen weiterkämpfen und machen unsere Dinge. Ganz vielen Dank dir, Kim Sonne. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen.